gibt es heute einen mega, mega Livestream, in dem ich dir erkläre, was es bedeutet, dass du ein energetisches Wesen bist, was es bedeutet für dich, für deine Manifestationen, für deine Ziele, für deine Wünsche, für deine Träume. Weil letztendlich sind wir ja alle Energie. Wir sind Energie und aus dieser Energie entsteht unsere manifestierte Welt. Ja, ihr Lieben, so, um was geht es bei der Energie deiner Identität? Wir wissen, dass Energie das ist, was zuerst ist, bevor etwas Handfestes, bevor etwas zum Anfassen ist. Vorher ist es nicht sichtbar für uns. Und woher wissen wir das? Weil wir das schon so, so oft erlebt haben, dass wir uns was gewünscht haben, dass wir uns was vorgestellt haben, dass wir an etwas gedacht haben und plötzlich war es da. Und zwar, egal, ob es was Schlechtes war, egal, ob es was war, was wir befürchtet haben oder ob es war, etwas war, worauf wir uns gefreut haben. Und das können wir nicht leugnen. Wir können nicht leugnen, dass die Dinge an einem Moment da sind, dass die Situation an einem Moment da ist, obwohl sie vorher nicht da war. Also jetzt, in diesem jetzigen Moment, ist scheinbar etwas nicht da, was im allernächsten Moment wie aus der Magie, wie aus dem Wunder plötzlich da sein kann. Und wenn du ehrlich bist, wenn du realistisch zu dir selber bist, dann weißt du, dass daran nichts zu rütteln ist. Das ist einfach, wie die Dinge entstehen, wie die Dinge sich manifestieren. Es gibt einen Moment, da sind sie nicht da, und dann gibt es einen Moment, da sind sie da. Und alles, was du hast, ist dieser Moment. Es ist dieser Moment, an dem es entweder nicht da ist oder an dem es da ist. Ich meine, manchmal ist es so krass, ich fange mal mit kleinen Sachen an, das Auto funktioniert und plötzlich, bam, ist der Moment, da geht was kaputt. Das haben wir alle schon erlebt. Es gibt den Moment, plötzlich ist das Auto kaputt. Und genauso gibt es den Moment ins Gute, plötzlich ist der Traummann da. Plötzlich ist dein Partner vor dir. Plötzlich kennst du ihn. Ja? Oder plötzlich ist dir sonnenklar, das ist der Mann, mit dem will ich eine Beziehung, das ist der Mann, mit dem will ich mein Leben verbringen. Also, dass wir uns bewusst werden, dass wir nur folgende Dinge haben. Wir haben einen Moment nach dem anderen. Und wir haben immer nur den jetzigen Moment. Und was wir an diesem jetzigen Moment machen, wer wir an diesem jetzigen Moment sind und was wir an diesem jetzigen Moment verkörpern, das ist die Energie unserer Identität. So, wenn wir das so annehmen könnten, wenn unser Verstand das so einfach annehmen könnte, dann wäre unser Leben simpel. Weil dann würden wir uns einfach nur darauf konzentrieren, wer bin ich gerade jetzt? Wen verkörper ich gerade jetzt? Da würde ich mir keine Sorgen machen, was morgen ist oder was nachher ist oder was heute Nachmittag ist. Ich würde mir auch keine Gedanken darüber machen, was mal war, was ich mal mit wem erlebt habe, was ich mal wo erlebt habe. All diese Dinge wären irrelevant, wenn mein ganzes System, wenn mein Denken damit einverstanden wäre. Ja, ich lebe nur im jetzigen Moment. Und letztendlich haben wir aber keine andere Chance.
als unserem Denken, als unserem Verstand klarzumachen, wie Energie funktioniert. Und dass Energie sich ausdrückt in Form von manifesten Dingen, in Form von all dem, was ich mit meinen 5 Sinnen wahrnehme. All das, was ich mit meinen 5 Sinnen wahrnehme, ist ein Ausdruck meiner Energie. Meiner. Wie ich zu meiner Energie komme, das ist auf einem anderen Blatt. Aber der Fakt, dass mein ganzes Leben, alles, was ich wahrnehme, ein Ausdruck meiner Energie ist, meiner Frequenz, meiner Information. Und die Information, die ich generiere, die ich kreiere, das ist das, was letztendlich meine energetische Identität ausmacht. Das ist für dich leichter zu sehen, wenn du im Außen eine energetische Identität bei jemand anders wahrnimmst. Das Charisma oder die sogenannte Aura. Wenn du jemanden triffst, du weißt genau, wie die Person drauf ist. Du weißt genau, das ist nicht mein Vibe. Oh, das ist nicht mein Vibe. Da, die Leute, diese Community, das ist nicht mein Vibe. Oder du weißt, wow, voll mein Vibe, genau meine Energie. Genau so möchte ich mich fühlen, genau so fühlt sich das für mich gut an. Also du kannst quasi im Außen als Lesegerät, kannst du diese energetischen Identitäten ablesen und wahrnehmen. Du weißt, wie jemand drauf ist, du weißt, wie dein Mann drauf ist, wenn er heimkommt, du weißt, du spürst, was gerade läuft, das heißt, was gerade aktiv ist. Und deswegen ist es so, so leicht, anderen zu helfen und andere zu unterstützen. Aber die Masterclass, die Kür, die Mastery ist, seinen Vibe zu kontrollieren, seinen Vibe bewusst zu generieren und zu halten. Weil ein anderer kann dir immer mal wieder punktuell Unterstützung geben. Das mache ja ich auch in meinem Coaching, in meinen Mentorings. Aber ich kann nicht den ganzen Tag bei dir sein und dich rauslesen und dir sagen, was gerade bei dir läuft und dir sagen, was gerade aktiv ist. Ich kann dir generelle Informationen geben, was bei dir im Moment generell läuft. Aber wichtig ist, dass du verstehst, dass dein System den ganzen Tag Energie generiert. Und diese Energie, die möchtest du so haben, dass sie im Außen Situationen, Begegnungen, Beziehungen, ein Business und natürlich einen Körper generiert, mit dem du zufrieden bist, der dich happy macht. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als dieses System in dir selber zu managen. Es zuerst zu verstehen, die Einflussfaktoren zu erkennen, dich sozusagen selbst zu erfahren, dich selbst zu verstehen, um dich dann in ein Selbst, in eine Identität zu bringen, die dir gefällt und in der du dich absolut hundertprozentig wohlfühlst. Und jetzt kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, dass es irgendeine Art random Identität ist, sondern das ist ein energetischer, göttlich designter, divine designter, perfekter, fehlerloser Blueprint. Dein perfekter energetischer Blueprint. Wenn
du all deine Gedanken, Vorstellungen, Annahmen und Überzeugungen darauf fokussiert hast, dahin in Verbindung gebracht hast, dass du ein göttliches Wesen bist, das 100% in Ordnung ist, in diesem jetzigen Moment. Und für das eben nur die Energie ausschlaggebend ist, die in diesem jetzigen Moment von dir gelebt und gespürt und versprüht und geglaubt wird. Und das, dieses Konzept, wenn das mal in deinem Kopf ist, dann ist es so, so einfach, alles loszulassen, was dir nicht dienlich ist. Dann ist es so, so einfach, dich einfach grundlos wohl, gut und richtig geliebt, unterstützt und so versorgt zu fühlen. Weil dann erkennst du, dass all das, was dein Kopf sich zusammendenkt, all das, was dein Kopf rumplappert, nicht als Einflussfaktor für deine Energie dienen muss, weil du ja entscheiden kannst, was jetzt gerade für eine Energie für dich wichtig und am Point ist. Jetzt. Und wenn es nur um Energie geht, dann geht es eben nicht um irgendeine Geschichte, die du dir erzählst. Dann geht es eben nicht darum, was du glaubst, was man darf. Dann geht es niemals darum, was andere denken. Dann geht es niemals darum, was gestern war. Dann ist es nicht wichtig, was gestern war, wenn du verstanden hast, dass das Einzige, was wichtig ist und was jetzt zählt, ist, wer du gerade jetzt bist, wer du in deiner energetischen Wahrheit jetzt gerade bist. Und das darfst du dir mal zu Herzen nehmen. Das darfst du mal einatmen und kannst sagen, wow, wenn jetzt nur tatsächlich, weil ich weiß, es geht nur um Energie. Ich weiß, es geht nur um Energie. Es geht um gar nichts anderes. Es geht tatsächlich auch nicht darum, was ich denke, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, was andere mir mal angetan haben, was ich noch an Verletzungen trage, sondern es geht nur um Energie. Und Energie ist unsichtbare Information. Unsichtbare Information. Das ist Energie. Und Energie ist übrigens auch Spiritualität. Merkst du, wie man Spiritualität versaut und verhunzt hat? Dabei ist Energie Spirit. Spirit ist Geist. Geist ist Energie. Es ist eine unsichtbare Information. Verstehst du? Und wenn du dir das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, dann merkst du, wow, ich kann alle Konstrukte, alle Paradigmen, alles, was ich jemals geglaubt und gedacht habe, einfach zu einem kleinen, unsichtbaren Informationsbündel zusammenpacken. Das bin ich. Das offensichtlich ist das in meinem Körper. Diese ganzen Informationen, die habe ich einfach mal zusammengepackt und habe sie in mich reingenommen. Ich habe sie aber nie untersucht. Die sind einfach da, weil ich sie, diese Informationen einfach angenommen habe und sie jetzt verkörpere. Wenn also im Rückschluss da Informationen dabei sind, und das Informationen sind alles, was du glaubst, was du denkst, was du annimmst, was du rückschlüsst, wovon du überzeugt bist. Also, wenn du dann einen Umkehrschluss machst und sagst, da sind ein Haufen Informationen, die von mir verkörpert werden, die meine energetische Identität in diesem Moment jetzt noch sind, die muss ich aber nicht weiterhin hier in mir drin unterbewusst
unbewusst mittragen. Also muss ich den ganzen Informationskladderadatsch, der in mir drin ist, wo ich nicht mal weiß, dass er da ist, den spüre ich nur und ich vor allem sehe ich es im Außen. Ich sehe, was ich für ein Leben führe, ich sehe, was ich für Beziehungen habe, ich sehe, was ich für ein Business habe, was ich für einen Job habe. Ich sehe, ob was da draußen passiert und ich weiß, dass das passiert oder da ist, weil ich diese Informationen aussende. Also ist es doch mal wichtig, dass ich einen verdammten Überblick kriege und das mal auf den Tisch lege und sage, was geht ab bei dir, Frau? Was für Informationen verkörperst du? Spinnst du wieder? Regenerierst du immer wieder? Damit ich mal weiß, was läuft hier? Ohne zu sagen, du bist schlecht oder wieso machst du das so oder irgend so ein Zeug, sondern einfach eine sture, stupide Bestandsaufnahme. Ich guck mal, was da läuft, weil ich weiß, ich kann das ändern und damit kann ich meine äußere Welt, mein äußeres Leben, meine Identität, mit der ich hier über diesen Erdboden wandle, kann ich ändern. Und wenn ich das verstanden habe, dann schäme ich mich vor nichts mehr. Dann ist da nur Information, pure, verdammte Information. Und ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich weiß nur, die wohnt in mir und kreiert und generiert durch mich hindurch Zeug, was ich zum größten Teil nicht will. Und dann bin ich da und sage, gut, jetzt räumen wir mal das Zeug auf den Tisch. Jetzt schauen wir mal, was da für Informationen und Überzeugungen, Annahmen, Rückschlüsse, was da für informierte Energien am Start sind. Und das heißt nicht, dass ich schlecht bin, das heißt nicht, dass ich fehlerhaft bin. Ich habe keine Schuld auf mich genommen, gar nichts. Ich habe nur bis zu dem jetzigen Moment, wo du dieses Video siehst, als du bis zu dem jetzigen Moment noch keine Ahnung gehabt, wie der Hase läuft. Und deswegen konntest du es nicht anders machen, du konntest nichts verändern, du warst einfach getrieben von diesen Informationen, von diesen Vorstellungen, von diesen Ansichten, die wiederum haben Gefühle in dir generiert und diese Gefühle wiederum haben Aktionen und Verhaltensweisen getriggert und angeschoben. Das ist alles, was passiert ist. Nichts anderes, nichts, wofür du dich schämen musst, nichts, wofür du dich verstecken musst, nichts, wo du Angst haben musst, hinzuschauen. Es sind einfach Informationen, die du aufgenommen hast, wie zum Beispiel irgendeine verdammte Partikel Smog. Da kannst du auch nichts dafür. Das war halt da, wo du gerade warst und du hattest keine Ahnung, dass das vielleicht nicht gut ist für dich. Also raus damit. That's it. Und diese ganzen anderen Sachen, die uns das immer so wahnsinnig schwer machen, zu transformieren. Weil wir wollen ja jemand sein, der sich gut fühlt, der richtig ist, der geliebt ist, der wichtig ist, der in diesem Leben eine Aufgabe hat, der einen Lebenssinn hat, aber der Lebenssinn Nummer eins ist erstmal, wasch dich rein von diesen ganzen Scheißinformationen, Energien, die du aufgenommen hast. Dazu bist du hier, das ist das Spiel des Lebens, das ist auch nichts, dass du verdammt bist, dass du Opfer bist, dass du sonst irgendwie schlechtes Karma hier mitgetragen hast, sondern es ist für jeden die einzige, alleinige Aufgabe, sich erstmal von diesem Quatsch reinzumachen. Ich nenne es, in seinen Divine Design einzusteigen, in die Divine Design Identity. Und da können eben andere Informationen und Energien, die dich davon trennen oder sagen, nein, du bist nicht, du kannst nicht und bla 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 bla. Diese Information muss aus deinem System raus. Und stattdessen musst du dein System, deine Identität mit dem füllen, was du im Kern bist, was du in der Essenz bist. Und das musst du deinem Kopf, deinem Denken beibringen, damit er die entsprechende Energie generieren kann, sodass sich im Außen
genau dieses Leben mit diesen Wünschen, mit diesen Menschen, mit diesem Business, mit dieser Aufgabe, mit dieser Arbeit zeigt, das du dir wünschst. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du einen absoluten Shortcut. Keine Trauma mehr aufarbeiten. Du musst das Trauma verstehen. Energetisch darfst du Trauma verstehen. Du musst keine Schatten mehr aufarbeiten. Du musst nichts mehr durchfühlen. Du musst es einfach energetisch verstehen. Die Information dahinter, die Fehlinformation dahinter und sie einfach nur korrigieren. Und so wird es so einfach, dass du in eine Identität, in eine Persönlichkeit reinkommst, die sich selber liebt, weil es gibt keinen Grund, dich nicht zu lieben, die selbstsicher ist, weil es gibt keinen Grund, an dir ist ja nichts falsch, du musst dich ja für nichts schämen, du bist sichtbar, du bist da, du bist präsent, du weißt, dass du in Ordnung bist, du darfst endlich authentisch sein, so wie du bist, du bist grenzenlos, weil du weißt, Energie ist grenzenlos. Du bist nicht nachtragend, weil du weißt, Energie muss nicht nachtragend sein, sondern Energie muss jetzt on point sein. Du kannst dein Herz öffnen, weil du bist nicht verletzlich. Es kann dir niemand irgendeine Energie, eine Information einpflanzen, die dich verletzt, weil du bist nicht receptive, du nimmst es nicht auf, du hast deine Divine Design Identity on point und daraus lebst du, daraus freust du dich, daraus kreierst du, daraus hast du deine Erlebnisse, daraus hast du deine Begegnungen und du kommst jeden Abend ins Bett und denkst, was für ein geiler Tag. Du stehst jeden Morgen auf und denkst, was für ein geiler Tag. Und diese Reise ist die Reise zu deinem wahrhaftigen Divine Selbst, zu deiner göttlichen Perfekten. Perfekt, verstehst du? Dein Kopf sagt, ja, perfekt gibt's nicht, nichts muss perfekt sein. Doch, perfekt gibt's schon lange. Perfekt ist schon lange da, perfekt wohnt schon lange in dir. Perfekt bist du denn schon lange? Nur all diese Fehlinformationen, die in deinem System noch aktiv sind, die stellen dich hin als eine Identität, die irgendwie gebrochen ist, verletzt ist, geschunden ist, was auch immer. Und wenn du das verstehst, diese ganze Energetics dahinter, kannst du einfach neugeboren sein? Kannst du einfach ein neues Leben beginnen in deiner alten Welt und dadurch, dass du diese neue Identität verkörperst, verändern sich alle Determinanten, alle Dinge, alle Situationen in deinem Leben und du hast einen jetzigen Moment nach dem anderen, der sich verdammt nochmal gut anfühlt, der sich nach dir anfühlt, der sich nach Okayness anfühlt, der sich nach Freude anfühlt, der sich nach Leichtigkeit anfühlt. Und nachher ist es klar, wenn du diese Informationen in dir, über dich, über dein Leben hier drin klar hast, dann hast du die Verbindung zu deinem göttlichen Selbst, zu deiner göttlichen Identität, die nichts mit Gott zu tun hat, sondern nur mit der Qualität der Information, der Energie, die man so nennt. Und dann hast du alles, was du dir wünschst. Und die Wünsche kommen neu, größere Wünsche, tolle neue Erlebnisse, tolle Begegnungen, all das steht dir zu, weil der energetische Raum, die energetische Identität von dir entspricht einem geilen, verdammten, sorgenlosen, wunderbaren, glücklichen, leichten, selbstbestimmten Leben. Und das ist das Prinzip. Und egal, was du willst auf Gottes Erdboden, dieser Weg bleibt dir nicht erspart. Du musst diese Identität, du musst diese Persönlichkeit, du musst diese Frau, dieser Mann, egal, verkörpern,
bevor sich das Leben deiner Energie anpasst. Und jetzt weißt du auch, was verkörpern heißt. Du hast einen Körper voll mit unsichtbaren Informationen, welche das erste Manifest deiner energetischen Identität ist. Und jetzt ist es dir auch sonnenklar, wieso du vielleicht krank bist, wieso du vielleicht Beziehungsprobleme hast, wieso du vielleicht unglücklich bist, wieso du dich vielleicht einfach grundsätzlich nicht wohlfühlst, wieso du vielleicht irgendwie immer noch ärgerlich bist oder wieso deine Finanzen nicht so sind, wie du möchtest, wieso du dich eingesperrt fühlst, wieso du irgendwie glaubst, du könntest nicht du selber sein, du kannst dich nicht zeigen, du musst dich irgendwo verstecken. Wenn du das für dich jetzt erklärt habe, verstehst du nur so ansatzmäßig, wenn das bei dir gelandet ist, weil das ist das Wissen, was du in dir trägst, wo ich dich einfach dran erinnere, weil das Vergessen dieses Wissens, das hat uns in die Hilflosigkeit getrieben, das hat uns in die Aussichtslosigkeit getrieben, das hat uns dahin getrieben, wo wir stehen, bevor wir begreifen, Scheiße, ich kann es verändern, ich kann alles verändern, es ist nur Energie und ich muss ein Energiemagier werden. Ich muss einfach Energie managen können. Und das heißt, ich manage im Unsichtbaren Informationen. Das kannst du dir so vorstellen, als wie wenn du mit verschlossenen Augen Informationen managt. Und wo passiert das? In dir drin, in deinem Körper. Und das ist diese berühmte innere Arbeit, das ist die innere Transformation, das ist das, was man von dir will, wenn man sagt, du musst es im Innen erst regeln und managen, damit es sich im Außen zeigen kann. Und meine Spezialität ist, dir genau zu sagen, was diese Informationsträger sind, welche Information gerade unbewusst bei dir aktiviert wird und wieder reaktiviert wird, immer wieder, und dir dann zu zeigen und zu helfen und zu erklären, wie du diese Informationen genauso switcht und einstellst, wie ein Radiotuner darfst du dich selber tunen auf die Musik, die du im Außen haben willst. Alles tanzt nach deiner Pfeife. Alles tanzt tatsächlich nach deiner Musik. All diese Sachen, die dir gesagt haben, ja, du bist nicht die Wichtigste, es müssen nicht alle nach deiner Pfeife tanzen. Das kannst du gar nicht verhindern. Es tanzt sowieso alles nach deiner Pfeife und deiner Energie, nach deiner Musik, nach deiner Harmonie. Und wenn du die 7 hermetischen Gesetze anschaust, dann steht da genau das drin, was ich dir jetzt sage. Du weißt nicht, wie du es anwenden sollst. Du weißt nicht, was das für dich heißt. Du weißt nicht, was das für dich bedeutet. Aber wenn das mal gelandet ist in deinem Verstand und das reingesickert ist in all deine Gedanken, all deine Ansichten, wenn quasi du dich selbst gereinigt hast und klarste, weißeste, reinste Energie aussendest, dann fängt der Spaß des Lebens erst an. Dann kannst du all diese Dinge erreichen, bewirken, die du möchtest. Dann passiert es eben so, dass es genau diesen Lauf nimmt, den du dir nehmen musst, den du haben möchtest, und zwar du selber. Innere Heilung, Inner Healing heißt inneres Energiemanagement. Daraus pusht sich dein Business aus. Daraus pusht sich dein Brand aus. Das, wer du wirklich bist, diese Marke, deine Divine Design Marke. Dann pusht sich deine Message aus, dein Empowerment, das, was du geben möchtest, das du wahrhaftig geben möchtest, aus all dem, was du wirklich bist. Dann ergibt sich ganz sonnenklar deine Position im Leben, deine Positionierung für dein Business, und hinterher hast du genau die Wirkung, diesen Impact finanziell, in Beziehungen, in Erlebnissen, den du haben willst. Das ist der Weg. Und den musst du gehen.
wenn du das hinten haben möchtest, diese Zufriedenheit, dieses authentisch Sein, dieses Wohlsein, musst du vorne anfangen bei da, wo die Ursache ist. Und die Ursache ist der Anfang, die Ursache ist die Quelle, nenn es Quelle, der Generator, der bist du. Du generierst diese Informationen. Und deswegen macht alles so großartig Sinn, wenn Neville Goddard sagt, your imagination is God. Weil du kannst dir nur die Dinge vorstellen, von denen du vorher die Informationen in dir generiert hast. Du brauchst Informationen. Informationen sind zum Abschluss Gedanken, Überzeugungen, Annahmen, Rückschlüsse, Meinungen. All das sind Informationen. Und so tief verborgen oftmals, dass du selber nicht mal weißt, dass du diese Informationen, diese Überzeugungen, diese Meinung in dir trägst, weil sie für dich dieses krasse Normal ist. Es für dich absolut normal ist, diese Frau, diese Person, diese Persönlichkeit, diese Identität immer schon gewesen zu sein. Und das macht diesen Prozess ein bisschen komplizierter, aber auch ein bisschen interessanter. Und wenn du jetzt annehmen kannst mit dem, was ich gesagt habe, dass in dir innen drin nichts Schlimmes ist, dass irgendwelche Ängste, irgendwelche Informationen sind ja nur Hinweisgeber auf Informationen, Annahmen in dir, die du triffst. Aber die machen dich nicht aus. Die sagen nichts über dich. Deswegen, weil diese Informationen in dir aktiv sind, weil du die aufgefangen hast, geschluckt hast, übernommen hast, heißt das nicht, dass du gut oder schlecht bist. Das heißt gar nichts. Das heißt nur, du bist gerade, gerade dieses Bündel an energetischen Informationen. Und im nächsten Moment kannst du schon ein anderes sein. Damit sind wir so frei. Damit sind wir so frei von unserer Vergangenheit, von unserer Familie, von unserer Herkunft, von unseren Erlebnissen, von unseren Verletzungen, von unseren Traumata, von unseren Schmerzen. Damit sind wir befreit von dem ganzen Mindfuck, der uns das Leben bis heute schwer gemacht hat und zum Teil sogar zur Hölle gemacht hat. Und so zur Hölle, dass sich ein Körper manifestiert hat, in dem wir am allerliebsten keinen Tag mehr verbringen wollen. In dem sich ein Leben, Beziehungen manifestiert haben, wo wir denken, oh mein Gott, wann ist es zu Ende? Und ich sage euch, keiner muss es weitertragen, aber wir müssen uns informieren, richtig informieren. Und es ist so viel Bullshit-Information draußen, die irgendwo hinführt, wo wir ihn letztendlich nicht sein wollen, wie wir uns letztendlich nicht fühlen wollen, was wir letztendlich nicht verkörpern wollen, welche Identität wir letztendlich nicht weiter in diesen Tag, in dieses Leben, in diese Jahre, die uns hier bleiben, bringen wollen. Also haben wir alle die Chance, uns frei zu machen von allem Leiden, von allem, was sich bis jetzt schon manifestiert hat, sei es an Krankheit, sei es an Menschen, die nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, sei es an einem Job, einem Business, das uns nicht erfüllt. Aber es ist nicht möglich, ohne bei dir selbst anzufangen, ohne diese innere energetische Heilung zu machen. Du musst es machen. Und es gibt so viele gute, tolle Tools, Hilfe, Unterstützung. Ich bin, glaube ich, die Einzige auf Gottes Erdboden, wo diese Energie, diese Zusammenhänge so glasklar erklären kann, dass es jeder versteht und dass jeder bereit ist, all den Bullshit abzulegen, was ihm nicht dienlich war, was ihm geschmerzt hat. Ich habe geniale Coaching-Angebote. Ich habe ein neues Programm, das heißt Iconic, die Ikone. 3 Monate, super intensives Identity Work mit mir, Energy Identity Branding.
Dann habe ich natürlich meine Ultramind Mastermind, 6 Monate. Dann habe ich meine All the Divine Things Pass. Da sind alle Masterclasses drin. Da sind alle Minikurse drin. Auch die Einführung in Divine Design Energetics, wo ich tiefer gehe. Und das, was du jetzt hier gehört hast, was du jetzt in diesem Video anhörst, bitte hör es dir so oft an, bis du weißt, mein Gott, meine Glocken läuten. Ich habe endlich das gehört, was ich noch nie in Worte fassen konnte, was ich immer schon irgendwie geglaubt oder vermutet habe. Und wenn du dann bereit bist, diese Arbeit an dir zu machen und dich selbst zu befreien von diesem ganzen energetischen Scheiß, der dir nicht zusteht, den du nicht brauchst, melde dich bei mir. Ich freue mich riesig. Egal wie groß dein Budget ist, egal wie viel du im Moment bereit bist zu investieren, zu transformieren, ich kann dir sagen, was dein nächster Schritt ist. Und ich mache das wahnsinnig gerne. Ich freue mich auf jeden, der mich anschreibt. Und wir schauen, wie wir weiter zusammen arbeiten können oder was für dich der nächste Schritt ist. Ich habe auch ganz, ganz tolle Ladies, die bei mir gelernt haben, die ich weiterempfehlen kann. Und natürlich habe ich noch den Healy, der auch ein wunderbarer Frequenzlieferant ist, der dir den Raum halten kann, während du diese Transformation für dich machst. Also, 2023 kann sowas von dein Jahr werden. 2023 kann dir alles bringen, was du dir bis jetzt immer nur gewünscht hast. Nur du musst diese innere Arbeit, diese innere Heilung, egal was du verändern möchtest in deinem Leben, sind unheile Informationen, fehlerhafte, nicht dich dahin führende Informationen in dir noch aktiv und die kannst du transformieren. Alles klar, ihr Lieben, ich freue mich, habt ihr zugehört. Alle, die das als Aufzeichnung anhören, wirklich macht euch den Gefallen und hört euch das nochmal und nochmal und nochmal an. Weil da ist so viel Information drin und ich habe mich kurz gefasst. Ich habe nicht versucht, so tief zu gehen, wie ich natürlich in meinen Coachings gehe, damit du mal diesen Überblick bekommst. Also bis dann. Tschüss.